Wie versprochen, mein Review und mein erster Test des neuen DJI Osmo Pocket 3. Wie ihr hier sehen könnt, befinde ich mich gerade am Videoschnitt und meine ersten Eindrücke bzw. ein erstes Fazit zu dem Osmo Pocket 3 seht ihr jetzt in diesem Video. Dranbleiben! Hi, schön, dass du wieder einschaltest und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wie bereits schon versprochen oder angekündigt, heute das kleine Review zum DJI Pocket 3. Ja, auch ich habe ihn mir gekauft. Ich habe es ja in meinem Short-Video schon angekündigt, dass da definitiv ein Video kommen wird. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe ihn jetzt ein paar Tage im Einsatz gehabt, habe mal so ein paar Testaufnahmen damit machen können. Und wie gesagt, heute so mein erstes Fazit zum DJI Osmo Pocket 3. Aktuell filmt mich jetzt noch der Pocket 2. Eine sehr gute Möglichkeit, sage ich mal, immer noch, um natürlich immer noch zu filmen, sage ich mal, oder halt eben jetzt auch dieses Review hier aufzunehmen. Um den Kollegen soll es jetzt natürlich aber in erster Linie gehen. Ich werde natürlich im Laufe des Videos jetzt mal noch so ein paar Aufnahmen einblenden, dass man einfach mal so einen kleinen Größenvergleich von dem Ganzen hat. Werde sie mal so nebeneinander legen, dass man halt eben auch mal sieht, was da halt eben so Sache ist. Ich möchte euch in diesem Video allerdings auch gar nicht so sehr mit technischen Daten nerven. Das haben andere YouTuber jetzt in der letzten Tage extrem viel getan. Ich glaube, vieles dürfte auf euch eingeprasselt sein. Wie auf mich auch, dieses typische Review-Bombing eben. Und da wurde natürlich schon zuhaufe mit technischen Daten um sich geworfen. Deswegen möchte ich euch in diesem Video
eigentlich gar nicht so sehr damit nerven. Ich habe mir aber links trotzdem ein paar Notizen gemacht. Ja, der Pocket 2, der mich hier gerade filmt, hat ja bekanntlicherweise diesen 1/1/7 oder wie man ihn nennt, CMOS-Sensor bei einer Blende 1.8, entspricht 35 mm äquivalent zur 20 mm Brennweite und man hat hier die Möglichkeit in 4K 60 fps aufzunehmen. Ich möchte gleich mal vorneweg eins vorausschicken. Ich werde von DJI hier natürlich in keinster Weise gesponsert oder irgendwie bezuschusst oder sonst irgendwas. Ich habe mir den Pocket 3 genauso wie den Pocket 2 wie alle meine Kameras, die ich im Equipment habe, selbst gekauft mit meinem eigenen Geld und nehme mir deswegen auch das Recht raus, objektive Meinung zu dem Ganzen zu äußern. Von daher alles ungeschönt und alles hoffentlich so ehrlich wie möglich, dass es halt eben auch so rüberkommt dann entsprechend. Ne? Ja, wie gesagt, 4K 60 FPS, man hatte mit dem Pocket 2 die Möglichkeit, Slow-Mo-Aufnahmen zu machen, Hyperlapse, Motion-Lapse und Timelapse-Aufnahmen zu machen. Man konnte damit Fotos machen, wie gesagt, normale Videoaufnahmen, das schön alles natürlich drei Achsen gegimbelt und für weiche, smoothe Aufnahmen. Ich habe mir den Pocket 2 damals in der Creator Edition gekauft, Creators Pack Edition gekauft, mit dem hier, mit dem Mikrofon, was gerade im Einsatz ist, und hier diesen Windpuschel. Dann unten drunter natürlich noch dieses WLAN-Modul oder Bluetooth-Modul, nenne ich es jetzt einfach mal, was ja vonnöten war, um halt eben auch mit dem Mikrofon arbeiten zu können. Und das war eigentlich immer so meine immer dabei Kamera. Die habe ich für meine Vlogs immer sehr gerne genutzt. Oder halt eben auch für Kundenaufträge. Ich habe sie immer sehr viel bei Kundenaufträgen eingesetzt, um halt eben einfach mein Drohnen-Footage, sage ich mal, noch ein bisschen aufzupeppen, mit einem schönen Boden-Footage halt eben. Und damit konnte man eigentlich immer sehr gut leben, beziehungsweise meine Kunden haben es bis jetzt nie beschwert. Und ich fand, das hat eigentlich, da hat der Pocket 2 immer sehr, sehr gute Aufnahmen gemacht. Deswegen war hier eigentlich auch schon unterm Strich für mich viele Monate im Vorfeld klar, dass wenn der Pocket 3 rauskommt, dass ich mir den definitiv kaufen werde. Denn auch dieser hier wird natürlich wieder in meine Kundenaufträge mit einfließen. Oder halt eben, wie jetzt gerade, mein privater YouTube-Kanal, um halt eben zu vloggen. Ja, das ist er. Der Pocket 3 ist ein ganz schöner Kavenzmann, liegt richtig gut in der Hand. Und wenn man hier dieses Tripod noch so zusammenklappt, dann hat man hier natürlich noch mehr in der Hand. Und da fehlt noch dieser Zusatzakku, der quasi nochmal eine ganze Ecke länger wäre. Ich kann es ja mal kurz vorführen. Dann kommt hier natürlich schon mal eine ganz andere Länge zum Vorschein. Finde ich eigentlich ganz cool. Und vor allen Dingen, er liegt wirklich satt in der Hand. Das war immer so zum Pocket 2. Leider Gottes immer so ein bisschen, ja, ein kleiner Kritikpunkt. An den habe ich mich nie so wirklich gewöhnt. Was ich aber allerdings auch sagen muss, der kleine Bildschirm war auch immer so ein kleiner Kritikpunkt beim Pocket 2. Daran habe ich mich aber natürlich irgendwann mal gewöhnt im Laufe der Zeit, ganz klar. Bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Aber das haben sie hier natürlich jetzt deutlich besser gelöst mit dem 2 Zoll Bildschirm. Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache, sage ich euch. Und einfach klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich sehr, sehr happy und bin froh, dass DJI da seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja, vielleicht ganz kurz noch ein paar kleine Randnotizen zum Pocket 3. Wie gesagt, wir haben jetzt endlich einen 1 Zoll CMOS-Sensor verbaut bei einer Blende 2.0. Äquivalente Brennweite 20 mm. Auch hier sind wieder 4K 60 FPS möglich und erstmals jetzt auch Slow-Mo in 120 FPS und natürlich hier der 2 Zoll Bildschirm, den man halt eben im Hochformat, aber auch im Querformat nutzen kann. Von der Wertigkeit her, so wie er in der Hand liegt, finde ich das richtig cool, macht es richtig Spaß und macht da natürlich auch einiges her. Ist natürlich um einiges größer wie sein Vorgänger. Aber wie gesagt, ich blende euch immer mal wieder so ein paar Aufnahmen zwischendrin ein, um da halt eben
einen Unterschied erkennen zu können. Mein einzigster Kritikpunkt am Pocket 3, das ist hier diese Tasche. Grundsätzlich bin ich sehr begeistert von der Idee von DJI, endlich da mal eine Tasche mitzuliefern. Denn ich habe den Pocket 2 und das ganze Gerödels, was dazu gehört, eigentlich immer in eine alte Drohnentasche reingepackt, habe mir diese umgehängt und habe dann halt eben da immer alles beisammen gehabt. Deswegen war ich eigentlich glücklich, wie ich gesehen habe, da soll eine Tasche dabei sein, um da halt eben, wenn man diese aufklappt, alles mit drin haben zu können. Ne? Coole Idee, allerdings könnte sie für meinen Geschmack eine gute Ecke länger sein. Mindestens so lang wie der Pocket 3 mit dem aufgesteckten Griff, beziehungsweise mit dem langen Griff. Weil das Ganze sitzt doch ziemlich streng drin. Klar, mit der Zeit wird es irgendwann mal im Laufe der Zeit ausleiern. Dann wird es natürlich auch leichter rein, leichter rausgehen und auch leichter zum Öffnen und zum Schließen sein. Allerdings geht es jetzt noch ziemlich streng. Und das ist so mein einzigster Kritikpunkt, DJI. Da hättet ihr vielleicht noch ein paar Zentimeter hinten dran packen können. Dann wäre das wirklich optimal gewesen. Wir haben hier natürlich auch wieder unsere Schutzhülle, wie beim Pocket 2 schon. Ich habe jetzt hier das DJI Mic 2 oben drauf gesteckt mal. Hier nochmal als Vergleich. Hier kann man es vielleicht einigermaßen erkennen. Mit dem DJI Mic 2. Ich halte es euch aber trotzdem nochmal hier in die Kamera. Mit dem mitgelieferten Windpuschel, was auch hier DJI verbessert hat. Denn hier haben wir jetzt so eine Art Klinkensteckeradapter, würde ich es jetzt mal nennen, was uns die Möglichkeit bietet, hier das Ganze in das Mikrofon einzustöpseln und somit stabil auf dem Mikrofon anzubringen. Der mitgelieferte Puschel beim Pocket 2 Mikrofon, der war ja so magnetisch mehr oder weniger obendran angebracht. Da hatte ich immer so die Sorge, dass ich das Teil eines Tages mal verlieren würde. Habe deswegen natürlich immer aufgepasst wie ein Luchs. Ich habe es nicht verloren, Gott sei Dank. Aber das DJI Mic 2 macht hier in der Performance auch schon mal einen besseren Eindruck. Ja, transparent gehalten. Man sieht unten drunter jetzt eine Platine. Ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig, die Optik. Das Ergebnis zählt natürlich unterm Strich. Man hat hier auch wieder die Möglichkeit, das Mikrofon anzuklipsen und natürlich endlich hier mit dem mitgelieferten Magneten unter das T-Shirt oder unter den Pulli und dann halt eben stabil quasi hier so dran zu klipsen, damit man es nicht immer bei so einem engeren Kragen wie hier zum Beispiel direkt unter dem Hals hängen hat. Auch wieder mitgedacht, Hausaufgaben gemacht, DJI, wunderbar. Viele YouTuber bemängeln ja, dass quasi das DJI Mic 2 scheinbar mit dem integrierten Empfänger, der ja hier integriert ist, nur dieses hier kompatibel ist. Also wenn man jetzt quasi schon ein DJI Mic hat, das gibt es ja auch in so einem separaten Set, kann man diese Mikrofone leider nicht mit dem Pocket 3 benutzen. Also man ist quasi gezwungen, leider Gottes, auch hier wieder in die Tasche zu greifen und sich natürlich was Neues zu kaufen, wo dann halt eben auch mit dem Pocket 3 kompatibel ist. Aber ich habe mir jetzt auch schon sagen lassen, beziehungsweise habe ich schon gehört, dass da definitiv auch möglich wäre, zwei Mikrofone anzuschließen, beziehungsweise miteinander zu koppeln. Natürlich ideal für Interviewsituationen, wenn man das dann brauchen sollte. Ja? Da könnte DJI ein bisschen transparenter werden, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber grundsätzlich sage ich mal, haben sie jetzt wieder einen sehr guten Fortschritt gemacht, was solche mobilen Gimbals, nenne ich es jetzt einfach mal, anbelangt. Wirklich echt cool gemacht, cool gelöst, gefällt mir sehr gut. Schutzhülle natürlich auch um einiges bulliger geworden. Klar, wir haben jetzt natürlich auch mehr Dinge zum Abdecken. Haben hier natürlich auch wieder ein paar Unterbringungsmöglichkeiten. Oben haben wir eine magnetische Befestigungsmöglichkeit für das mitgelieferte Weitwinkelobjektiv und unten drunter für einen Black Pro Mistfilter, den man auch käuflich bei DJI erwerben kann. Muss ich mal gucken, ob ich das noch mache. Ja, dann haben wir hier noch das Tripod, das mitgelieferte, und das feiere ich auch mega, mega, mega ab. Denn beim Pocket 2 hat mich immer gestört, dieses kleine Teil hier. Optimal! Coole Idee, schön kompakt. Man musste es dann aber immer erstmal auseinanderklappen. Dann hat man es quasi unten dran geschraubt und während dran schrauben hat sich dann wieder quasi so zusammengerückt. Dann musste man es unten dann wieder und das war immer so eine Fuddelei irgendwie, das hat mich immer so gestört.
Hier dieses Teil schön rund, kompakt, schraube ich unten dran. Eine ganz einfache Geschichte. 1, 2, 3, klapp's aus, stell das Ding hin und gut ist. Wunderbar, stabiler Stand, gefällt mir sehr, sehr gut. Das soweit zum mitgelieferten Stativ. Dann haben wir beim Pocket 3 noch hier diesen Zusatzakku. Wir haben ja hier einen internen Akku noch mit verbaut beim Pocket 3, der nicht wechselbar ist, das muss man auch mit dazu erwähnen. Der wird quasi immer als erstes leer gesaugt und wenn man dann quasi hier den Zusatzakku nochmal anschließt, den man auch hier über die Ladebuchse nochmal mit einem USB-C-Anschluss aufladen kann, dann kriegt man hier quasi nochmal eine Zusatzenergie, die dann den internen Akku vom Pocket 3 quasi nochmal lädt. Gut gelöst. Ich hoffe natürlich, dass sich hier jetzt entsprechend das Ganze auch bemerkbar macht und somit die Akkuleistung gegenüber dem Pocket 2 hier deutlich verbessert wird. Summa summarum halt eben natürlich noch dabei ein USB-C auf USB-C Ladekabel. Ich habe mir das DJI originale Netzteil noch mit dazu bestellt. Ich habe es eigentlich ganz gerne, wenn alles aus der hauseigenen Marke komplett stammt. Ich habe das eigentlich eher so ungern, wenn man da das Netzteil von dem Hersteller nimmt und das Kabel von dem, auf gut Deutsch. Ich habe da lieber alles immer zusammen von einem Hersteller. Aber das ist so eine kleine Marotte von mir. Ja, und das war es eigentlich soweit zur Creator Combo vom DJI Osmo Pocket 3. Viele, viele coole Verbesserungen. Sehr kompakt das Ganze gehalten, so wie es gerne habe beim Pocket, was mir immer sehr gut gefallen hat. Und man hat hier halt eben, wie gesagt, jetzt endlich alles kompakt beisammen, was mir sehr gut gefällt. Wir haben hier einen fest integrierten Aufnahmeknopf, einen fest integrierten Joystick. Das war beim Pocket 2 ja auch anders. Man konnte das zwar entfernen, dieses Modul, sage ich mal, mit dem Joystick und diesem Knopf und hatte hier nochmal verschiedene Möglichkeiten. Ups, da wäre es mir beinahe weggefallen. Verschiedene Möglichkeiten, so einen USB-C-Anschluss dran zu knallen und diesen Lightning-Anschluss dran zu knallen. Das war immer so eine Futtelei, habe ich eigentlich recht wenig gebraucht. Ich habe den Pocket 2, wenn überhaupt, und das auch nur sehr selten, dann eher über Bluetooth natürlich mit dem Handy verbunden. Dann hatten wir hier nochmal so einen mitgelieferten, ja, Universalanschluss, sage ich mal, jetzt für Stativ etc., um den Pocket 2 einfach ein bisschen kompakter zu halten, kleiner zu halten. Und dann auch hier nochmal ja, so ein Teil halt eben, was man unten dran machen konnte, wenn man den Pocket 2 einfach nur in seiner eigentlichen Größe benutzen wollte und nicht verlängert haben wollte. War alles eine schöne Sache, war aber auch immer mit sehr extrem viel Fummelei verbunden. Finde ich hier persönlich beim Pocket 3 einfach besser gelöst. Man hat hier einen Knopf, zieht das Ding ab, steckt das neue Ding drauf und ist da eigentlich dann safe und kann dann auch gleich loslegen. Dann kommt es zum nächsten, ich möchte nicht sagen Kritikpunkt, aber eigentlich eher so eine kleine Sorge. Das wird aber dann halt leider Gottes erstmal die Zeit zeigen, inwiefern sich da irgendwie was tut. Und zwar ist das hier natürlich die neue Innovation mit dem 2 Zoll Bildschirm. Ich weiß halt nicht, wie lange das hier machbar ist, bevor da irgendwie was kaputt geht oder sonst irgendwas. Das weiß ich halt leider nicht. Das wird die Zeit zeigen, genauso wie dieses ständige Wechseln von den Modulen unten drunter, was natürlich, wie gesagt, eben wie eben erwähnt, von Vorteil ist. Allerdings halt eben auch ja, mit ein bisschen Sorge zu betrachten ist, weil man halt eben nicht genau weiß, inwiefern sich da halt eben vielleicht irgendwie mal verschleißmäßig irgendwie was tut oder so. Ja, ich hatte den Pocket 3 jetzt, wie gesagt, natürlich schon ein paar Tage im Einsatz und habe diese Tage natürlich auch schon extrem genossen, weil wenn man den Pocket 2 so vor sich hält mit diesem schöneren, größeren Display, es ist einfach eine angenehme Sache. Es erleichtert einem extrem viel und ich habe mich gleich von vornherein schon in den ersten Stunden abgeholt gefühlt von DJI und ja, es war einfach klasse mit anzusehen und auch mal den Vergleich gegenüber dem Pocket 2 zu ziehen. Ich werde euch einfach mal so ein paar Aufnahmen mit einblenden, dass ihr mal seht, ja, was für Unterschiede vom Bild her zu sehen sind und werde euch natürlich entsprechend auch beschriften, von welchem Gerät welche Aufnahmen stammt.
Ja, jetzt habt ihr mal gesehen die Aufnahmen vom Pocket 2 zum Osmo Pocket 3. Ich persönlich finde, ich muss dazu sagen, ich habe alles im Automatikmodus gefilmt. Meiner Meinung nach beim Pocket 3 einen schöneren Dynamikumfang, der sichtbar ist. Natürlich dem 1-Zoll-Sensor geschuldet, das ist ganz klar. Aber da merkt man natürlich schon den Unterschied. Ne? Das ist schon eine richtig feine Sache, macht natürlich schon deutlich mehr her. Also mir gefällt das Bild beim Pocket 3 viel, viel besser wie beim Pocket 2. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja, dann habe ich mir mal die Slow-Mo-Modi vorgenommen. Bin da mal so ein bisschen durch den Winger durchgelaufen und habe da einfach mal beide Pockets, sage ich mal, vor mich her gehalten und habe dann natürlich auch die 120 Frames ausprobiert und natürlich die entsprechenden Modi vom Pocket 2 nebendran gehalten. Auch hier, dass man einfach nochmal so einen Vergleich ziehen kann, inwiefern da die Slow-Mo abläuft, beziehungsweise auch hier sich eventuell auch der Dynamikumfang oder generell die Bildqualität natürlich dann auch ändert. Aber auch hier finde ich persönlich, hat der Osmo Pocket 3 natürlich deutlich die Nase vorne und ja, macht eine sehr, sehr coole Aufnahme. Wobei ich aber dazu sagen möchte, ganz deutlich möchte ich das unterstreichen, dass die Aufnahmen vom Pocket 2 nicht weniger wert sind, also ganz und gar nicht. Der Pocket 2 ist immer noch eine extrem gute Kamera, die ich auch definitiv jedem Einsteiger, der jetzt noch nicht dazu bereit ist, den Osmo Pocket 3 zu kaufen in der Creators Combo mit dem extrem hohen Preis, komme ich später noch mal kurz dazu bei meinem Fazit. Den Pocket 2 kann ich jedem empfehlen. Und ich bin von der Kamera nach wie vor begeistert. Ich habe sie auch immer sehr, sehr gerne benutzt. Ja, die anderen Modi, wie jetzt zum Beispiel eine Timelapse und eine Hyperlapse, die habe ich mir jetzt einfach mal gespart. Die werde ich natürlich im Laufe der Zeit, wenn der Pocket 3 jetzt bei mir natürlich im Betrieb ist, ausführlicher testen, werde immer mal vielleicht mal wieder so ein paar Aufnahmen dann in meinen künftigen Vlogs mit einstreuen, das ist ganz klar. Was ich mir aber habe mal nicht nehmen lassen, ich habe beide Pockets quasi nebeneinander gestellt und habe einfach mal eine Motion-Lapse-Aufnahme gemacht, um auch hier einfach mal zu sehen, wie da die Unterschiede zu erkennen sind. Und ja, ich glaube, die Bilder, die ihr hier jetzt sehen könnt, sprechen für sich und ich glaube, da bedarf es auch nicht wirklich viel mehr Worte. Ja, ich habe jetzt einfach mal hier beide Pockets nebeneinander gestellt, deswegen jetzt so ein bisschen der Bildumfang ein bisschen anders. Habe jetzt hier beide Mikrofone mal angesteckt, hier das DJI Mic 2, was mit dem Pocket 3, Osmo Pocket 3 mitgeliefert wurde. Man muss sich jetzt erstmal wieder an den neuen Namen gewöhnen. Und hier auf dieser Seite das gewohnte Mikrofon, was beim Pocket 2 in der Creators Combo mit dabei war. Einfach mal, dass man so ein bisschen den Unterschied von den Mikrofonen erkennt. Ich werde aber allerdings auch nochmal einen kurzen Test machen mit den internen Mikrofonen, dass man hier auch nochmal einen Unterschied hat. Bin hier jetzt natürlich unter Optimalbedingungen, das heißt, ich bin hier in meinem Wohnzimmer, wenig Nebengeräusche. Das wird natürlich auch mal interessant sein, dann halt eben auch zu sehen, wenn man sich draußen auf der Straße befindet, vielleicht wenn extrem viel Verkehr in der Nähe ist oder andere Geräusche, Windgeräusche und so weiter. Und Leute, ich kann es euch ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier so beide Geräte nebeneinander stehen habe, das ist natürlich schon ein extremer Unterschied, ne? Wenn man allein schon die Kamera sieht. Der Osmo Pocket 3, extrem bullig, der hier rüberkommt und der kleinere Bruder nebendran, der trotzdem nicht viel hinten dran steht, ist wirklich fabelhaft, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Also bin sehr begeistert. Ja, aber wie gesagt, das soweit jetzt mal zum Ton vom externen Mikrofon, einmal das DJI Mic 2 und das normale, ich sage jetzt mal normales Mikrofon vom Pocket 2, dass man hier einfach mal den entsprechenden Unterschied hat. Ja, und jetzt hier einfach nochmal der kurze Tonvergleich zwischen dem Osmo Pocket 3 und dem Pocket 2 mit den internen Mikrofonen. Ich glaube, auch hier kann man relativ wenig Unterschiede feststellen. Ich glaube, der Pocket 2 hat 4 interne Mikrofone und der
Osmo Pocket 3 hat, glaube ich, nur drei interne Mikrofone, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sollte ich da jetzt irgendwie was durcheinander schmeißen, dann sei es mir bitte verziehen. Ihr könnt es ja dann unten in die Kommentare schreiben und berichtigen. Aber ich glaube, das ist so. Und ja, ich persönlich kann da relativ wenig Unterschiede großartiges feststellen. Geringfügig vielleicht. Ich glaube, beide Pockets machen auch hier eine sehr gute Performance. Und ja, kann sich definitiv sehen, aber auch hören lassen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die Gesichtsverfolgung, was man hier so sehen kann. Ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen hin und her gehen, dass man da mal so ein bisschen einen Unterschied hat. Ja, also hier Focus Track 6.0 beim Osmo Pocket 3 und die normale Gesichtserkennung vom Pocket 2. Ich persönlich finde, wenn ich mir das jetzt mal so angucke und hoch und runter gehe und so ein bisschen auf die Seite gehe, ein bisschen schneller, ja, da steigt jetzt zum Beispiel, ja, also hier sieht man, da hat der Pocket 2 schon deutlich Probleme, Motiv verloren und der Osmo Pocket 3, dem macht es überhaupt nichts aus. Also der verfolgt mich hier, wo der Pocket 2 jetzt schon ausgestiegen ist. Also allein schon hier an dieser Stelle sieht man hier natürlich auch hier eine deutliche Verbesserung, die DJI mit dem Focus Track 6.0 gebracht hat. Jetzt hätte ich doch glatt natürlich noch ganz wichtige Aufnahmen vergessen, die Lowlight-Performance zwischen beiden Produkten. Ich bin natürlich auch unterwegs gewesen und habe mal so ein paar Aufnahmen gestartet vom Pocket 2 und dem Osmo Pocket 3 bei Nacht. Bin da einfach mal so ein bisschen durch die Gegend gelaufen und habe da mal so, wie bei den Aufnahmen vorher auch schon, ein paar Schnipsel zusammengefügt. Und hier kann man natürlich auch schon eine deutliche Verbesserung erkennen. Klar, logisch, wir haben hier jetzt natürlich einen deutlich größeren Sensor. Und Leute, der macht wirklich eine extrem coole Performance. Die Lowlight-Aufnahmen, speziell in den dunkleren Bereichen, wo der Pocket 2 schon sichtbar aussteigt, kann man hier immer noch gute Strukturen beim Osmo Pocket 3 erkennen. Und ja, da liefert der 1-Zoll-Sensor natürlich seine ganze Qualität ab. Und ja, spätestens bei den Lowlight-Aufnahmen hier war ich dann gänzlich abgeholt und extremst zufrieden. Viel mehr Möglichkeiten bietet jetzt auch, sei es Kundenaufträge und auch für private Nutzung, ja, deutlich flexibler zu sein, auch wenn mal weniger Licht vorhanden ist. Mein Fazit zu dem Ganzen. Ich persönlich bin froh, dass ich ihn mir gekauft habe. Ich persönlich finde, die knapp 700 € in der Creators Combo lohnen sich allemal. Wie gesagt, für mich war halt von vornherein festgestanden, dass ich ihn mir kaufen werde, weil ich, wie gesagt, den Pocket 2 schon immer sehr gerne benutzt habe und halt eben auch meine Kundenaufträge mit eingebunden habe. Das wird hier natürlich genauso sein. Viele sagen immer, ist das jetzt wert, ist das nicht wert? Ich glaube, man darf natürlich nicht den Fehler machen, das Ganze mit einer Actioncam zu vergleichen. Das Teil ist keine Actioncam. Wir haben hier einen empfindlichen, fragilen 3-Achsen-Gimbal. Das war beim Pocket 2 allerdings auch schon der Fall und auch schon beim allerersten Pocket. Ich glaube, als Actioncam sollte dieses Teil auch nicht durchgehen und auch nicht so angenommen werden. Ich glaube, das Ganze ist wirklich, ja, ein tragbares, professionelles Aufnahmestudio, welches extrem viele Möglichkeiten beherbergt, und das Ganze halt eben im Taschenformat. Man hat schöne, smoothe Aufnahmen, die man meiner Meinung nach mit keinem Smartphone hinbekommt, auch nicht mit dem brandneuen iPhone 15 Pro, was ja nur eine interne Stabilisierung hat. Und Leute, ganz ehrlich, man merkt es. Man merkt es definitiv den Unterschied. Und hier hat man einen schönen 3-Achsen-Gimbal, der smoothe Aufnahmen garantiert und halt eben 4K 60, 120 FPS Slow-Mo. Man hat Timelapse, Hyperlapse, Motionlapse, man hat Gesichtserkennung, man hat Focus-Tracking, man hat einfach alles, ja, und das wirklich hier im Taschenformat. Und das Teil macht wirklich einen mega coolen Job. Also mein persönliches Fazit, ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Ich bin froh, dass ich ihn mir gekauft habe. Wie gesagt, ich wiederhole mich an der Stelle, ich habe den Pocket 2 schon extrem geliebt und der Osmo Pocket 3 steht dem Ganzen definitiv in nichts nach, ganz im Gegenteil. Es werden natürlich im Laufe der Zeit immer mal wieder ein paar Aufnahmen mit reinstreuen, weil ich werde jetzt zukünftig mit dem Teil vloggen, das ist ganz klar. Und da werde ich natürlich dem Teil noch mehr unter den Zahn fühlen und dann ja zu gegebenem Anlass und zu gegebener Zeit
dann auch nochmal ein weiteres Fazit ziehen. Aber soweit jetzt erstmal zu meinem ersten Eindruck. Für wen ist jetzt welche Kamera geeignet? Das ist immer schwer zu sagen. Das ist eine eigene Ermessung, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, den Pocket 2 kann ich jedem Einsteiger, der sich dafür entscheidet, so eine kleine Kamera zu kaufen, die mit einem Gimbal versehen ist, kann ich den Pocket 2 definitiv ans Herz legen. Auch in der Creators Combo ist der Preis, Anführungszeichen, noch überschaubar. Und der Pocket 2 macht immer noch einen extrem geilen Job. Ja, es ist immer noch eine mega coole Aufnahme, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, die kann man definitiv verkaufen bzw. genießen. Ist überhaupt kein Teil. Ja. Der Pocket 3 hingegen, glaube ich, ist eher so für Leute gedacht, die gerne professioneller unterwegs sein möchten. Ja, die wirklich extrem viel Wert auf Videoqualität legen, auf eine gute Tonqualität legen und halt eben noch mehr Möglichkeiten haben wollen. Ohne das Ganze jetzt despektierlich gegenüber dem Pocket 2 oder anderen Leuten zu meinen. Um Gottes Willen nicht falsch auffassen. Ja, oder halt eben eine Privatperson, die halt wie gesagt, okay, die 700 Euro, die machen mir nichts aus, die lege ich jetzt einfach mal so locker auf den Tisch. Dann wäre das natürlich auch eine Option, ganz klar. Aber ich glaube, so für rein Familienaufnahmen oder Urlaubsaufnahmen dürfte der Pocket 3 doch vielleicht schon recht teuer sein. Aber wie gesagt, ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Wenn ihr ihn euch nicht schon gekauft habt, solltet ihr definitiv zugreifen. Ihr macht da absolut nichts falsch. Ich hoffe, dass euch der kleine Einspieler am Anfang gut gefallen hat. Und am Schluss werde ich euch nochmal eine kleine Aufnahme einblenden, ein kleines Videoschnipsel, was ich zusammengefügt habe. Ist ein bisschen mit Humor zu nehmen, passend jetzt zur Jahreszeit. Und da war es nicht ganz so dunkel, eher so zur blauen Stunde hin. Da kann man natürlich auch nochmal so ein bisschen die Performance anschauen vom Pocket 3. Und natürlich habe ich hier auch den Low-Light-Modus dann benutzt, um einfach mal den auch ein bisschen auszutesten. Die hänge ich aber allerdings dann am Schluss mit dran. Die Aufnahmen, die könnt ihr euch dann nochmal zu Gemüte führen, genießen. Geht nicht mehr allzu lange. Und damit würde ich dann auch ganz gerne das Video für heute abschließen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts durcheinander geworfen. Seht es mir bitte ein bisschen nach. Ich bin, was dieses Produktreview anbelangt, wahrscheinlich noch ein bisschen unorganisiert. Das wird im Laufe der Zeit kommen. Auch ich kann mir nicht so viele Produkte auf einmal leisten. Dann kommt es halt eben noch mit dazu, dass ich zweifacher Familienvater bin. Ich bin noch hauptberufstätig und so weiter. Was es mir natürlich auch extrem schwer macht, immer dann die Zeit zu finden, solche Sachen relativ zeitnah zu bearbeiten. Bei mir ist es immer so ein gewisses kleines Zeitfenster, was ich dann so wie jetzt gerade nutzen kann, wo ich dann auch mal Ruhe habe und dann mit euch entsprechend dieses Produkt durchsprechen kann. Mag sein, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was untergeht oder vielleicht nicht ganz so verständlich ist. Von daher kann ich euch nur ans Herz legen, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben bezüglich dem Pocket 3 oder auch dem Pocket 2 oder sonst irgendwelche anderen Fragen, schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Ich verspreche euch, ich versuche wirklich alles zu beantworten und relativ schnell zu beantworten. Ihr könnt mir aber allerdings auch eine E-Mail schreiben und dann kann man sich da entsprechend auch per E-Mail austauschen, falls ihr zu irgendetwas noch Fragen haben solltet oder ich irgendetwas nicht hundertprozentig genau beleuchtet haben sollte. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da, abonniert bitte den Kanal, wenn er euch gefällt, teilt ihn bitte und das würde mich extremst freuen. Und ansonsten würde ich euch dann zu einem neuen Vlog gerne wieder begrüßen. Sei es jetzt hier Produktvorstellung, Drohne, Fotowalk oder irgendetwas anderes, whatever. Wir werden sehen, was die Zeit und die Möglichkeiten bringen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.